Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil hier auf Emerald. Ich habe festgestellt, dass meine Aufnahme von gestern irgendwie nicht so ganz hingehauen hat und ich war eigentlich ziemlich produktiv gestern. Aber man sieht leider auf den Aufnahmen nur einen schwarzen Screen und deswegen kann ich leider die neuesten die neuesten Abenteuer hier nicht mit euch teilen, aber ich möchte euch natürlich gern auf den neuesten Stand bringen. Und zwar habe ich gestern in Arbeit auf die drei Sterne noch nach zwei Bewohnern gesucht. Und die haben wir jetzt auch hier. Und zwar habe ich einmal Monika gefunden und einmal Julian. Und dementsprechend haben wir jetzt hier 8 Bewohner, von denen ich 3 gerne erstmal wieder loswerden möchte. Die anderen finde ich ganz gut, aber das ist ja hier meine Für-Immer-Insel und dementsprechend ist es hier nicht so schlimm, wenn hier mal Bewohner sind, die ich nicht so mag. Ich will hier einfach auch ein paar neue Bewohner ausprobieren. Wir werden einen regen Wechsel hoffentlich haben. Natürlich möchte ich gerne meine beiden Lieblingsbewohnerinnen hier noch auf der Insel begrüßen. Aber ja, noch ist es nicht so weit. Leonardo darf gerne wieder ausziehen. Ich wollte jetzt nur gucken, ob er bastelt. Aber er bastelt nicht und deswegen lassen wir das mal so. Was steht heute auf dem Plan? Ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal nach meiner Flaschenpost. Die muss ja irgendwo sein. Dann besuchen wir nochmal die Able Sisters in ihrer Schneiderei. Da ist sie auch schon, meine Flaschenpost. Sehr gut. Die Muscheln nehmen wir auch mit. Und ich glaube, ich habe da einen Schmetterling fliegen sehen, den ich noch nicht gefangen habe. Jetzt gucken wir kurz, ob es auch der Fall ist oder ob ich... Ich glaube, dann habe ich schon gefangen, oder? Oh, ich weiß es gar nicht. Wir fangen ihn einfach mal. Mal gucken, was sie sagt. Hatten wir denn schon? Nein. Sehr gut, ich wusste doch. Gut. Den nehmen wir natürlich mit. Und jetzt gucken wir mal. Hier haben wir noch eine Muschel. Gehen wir mal Richtung Able Sisters. Ist das hier? Bastelt Doro vielleicht? Nein, Doro ist nicht in ihrem Haus. Okay. Hier ist auch niemand zu Hause. Hier versuchen wir mal, ich glaube, das müsste Punchy sein, also Julian. Let's see. Und dann würde ich sagen, nachdem wir in der Schneiderei waren, was hat er denn für eine Einrichtung? Ja, Welche Art von Snack ist mein Favorit? Da mag ich lieber was Süßes. Ist ein bisschen blau hier drin, ne, Julian? Ein bisschen blau ist es hier, aber okay. Und auch nicht derjenige, der bastelt. Aber okay, ist hier jemand zu Hause? Nein. Okay. Ist auch gut. Hier bastelt niemand. Okay. Ich werde denjenigen, der bastelt, schon noch finden, würde ich sagen. Vielleicht ist es ja hier... Oh. Arnold, was ist los? Ja, ich will 3 Sterne erreichen. Möchtest du was beisteuern? Oh, was gibst du uns denn Schönes? Einen Kassettenrekorder. Danke, den stelle ich am besten gleich hier hin, oder? In Blau. Das ist jetzt nicht unbedingt die Farbe, die ich haben will. Ups. Aber okay. Hier nehme ich noch kurz die Muscheln mit. Und wir haben noch nicht gecheckt, was hier in der Flaschenpost so drin ist. Und zwar ein goldskarabiges. Okay, ist jetzt auch nichts, was uns unbedingt zu den 70ern passt. Seht ihr, wie cool ich angezogen bin? Das Oberteil ist doch schick. Ich hätte gerne eine andere Hose und so einen coolen Dandy-Hut, wenn ihr wisst, was ich nicht meine. Und ich versuche jetzt gerade mein Glück hier in der Schneiderei, ob heute irgendwas Cooles dabei ist. Oh, Monika! Ich muss jetzt gerade überlegen, wie sie heißt, aber es ist Monika. Ich glaube, im Englischen heißt sie ja Molly und ich kenne sie auch nur unter dem Namen Molly, aber sie heißt im Deutschen Monika.
Sina. Wir nähern uns an. Aber jetzt gucken wir mal hier rein. Ja, ich möchte bitte den Umkleideraum nutzen. Ich würde gern checken, ob du eine Mütze hast, die mir gefällt. Hier ist nichts dabei. Die 7/8-Hose. Die Footballhose. Nee, jetzt eher nicht. So ein Paillettenkleid. Boah, ich weiß nicht. Also hier ist jetzt gerade nicht so die Auswahl dabei, oder? Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier gerade vor Freude rumspringen würde. Nö, wir nehmen jetzt mal die Socken mit. Die lassen wir auch gleich an. Gut. Danke, dass du es mir ins Lager schickst. So, dann würde ich sagen, wir machen uns jetzt auf den Weg ins Rathaus, denn ich möchte gerne von Melinda hören, was sie uns zu sagen hat, wie die Sternebewertung hier auf der Insel so ist. Es könnte sein, dass Caroline bastelt. Lass mich mal noch kurz hier reinschauen. Vielleicht bastelt Caroline was Schönes, was wir gebrauchen können. Also sie bastelt auf jeden Fall. Was hast du denn? Was machst du denn da? Ja. Romantikgartentisch. Können wir den nicht schon? Ja. Ich krieg hier irgendwie nur Duplikate. Ich glaube, ich habe jetzt viermal oder so diese Mischholzwand, also diese Tapetenanleitung bekommen. Ich bin jetzt nicht so glücklich. Also mein Repertoire an Bastelanleitungen vergrößert sich jetzt irgendwie nicht so. Ich bekomme immer nur Duplikate oder dreifache Sachen. Bin ich jetzt nicht so happy drüber. Ich glaube, auch die hier habe ich noch nicht gefangen. Ja, sehr gut. Haben wir noch eine Nasenschrecke, die wir abgeben können. Aber zuerst schauen wir jetzt mal, was uns Melinda sagt. Und dann kann ich euch eigentlich noch, ich habe gestern Abend, als mir noch langweilig war, noch angefangen, Designs runterzuladen. Ein paar habe ich, das ist jetzt nicht die Welt, aber zumindest ein paar habe ich schon runtergeladen. Aber ich brauche noch eine Inselflagge. Und da muss ich gucken, ob ich mir nicht selber eine machen muss, weil das ich gerne hätte, habe ich noch nicht gefunden. Aber gut. Melinda, was sagst du zu uns? Was haben wir denn? Ja, wir haben... Was haben wir denn? 2 Sterne. Okay, was fehlt uns denn, Melinda? Was sagst du denn? Lies mal vor. Und was denkst du, sollen wir verbessern? Ja. Dekoration. Okay, wir stellen einfach was auf, was ich im Lager habe. Das ist doch gut. Das machen wir. Nee, mehr will ich gerade gar nicht von dir. Das war's schon. Ich gehe jetzt erstmal hier hin und bestelle noch ein paar Sachen. Weil ein paar Sachen fehlen noch. Und ja, dadurch, dass ihr gesehen, dass ich jetzt wieder mal vergessen habe, gestern dahin zu laufen. Können wir irgendwas einlösen, was ich cool finde? Nee, okay. Aber ich hätte gern so ein Gestaltungskit, das wäre ganz cool. Ja, das möchte ich bitte mitnehmen, weil das würde ich gerne in so einem 70er-Jahre-Design irgendwie umändern. Und dann gucken wir mal, was es heute im Katalog gibt. Was können wir heute shoppen? Ein Campingtisch, ein Wasserhahn. Ja. Oh, davon können wir doch gleich mal 5 Stück bestellen. Das ist doch jetzt gar nicht so verkehrt. Die mag ich gerne und die passt auch farblich sehr gut mit den gelben Blättern. Die bestellen wir jetzt, das ist cool. Nee, mehr brauche ich gar nicht. Wir gehen jetzt und suchen nach Dekorationen in meinem Lager. So, ich habe jetzt hier gerade den Ballon vom Himmel geholt und eine Anleitung bekommen. Jetzt will ich eigentlich gerade ins Museum und ich glaube, dass ich den hier auch noch nicht habe. Das heißt, wir nehmen den Falter gleich mit und dann spenden wir mal kurz hier die ganzen Flattermänner an den Lebenäugen.
Damit der auch was zu tun hat, nicht, dass ihm langweilig war. Okay, vielleicht ist ihm langweilig, denn er ist eingeschlafen. Eugen, ich habe dir was mitgebracht. Und zwar, guck mal, ja, für was stiften? Genau. Und ich hätte hier drei kleine Krabbeltiere für dich, über die du dich immer so freust. Ja. Nimm die mal bitte. Nee, mehr habe ich schon gar nicht. Das war's schon. Danke dir. Gut, dann verabschieden wir uns wieder vom guten Eugen. Und dann leeren wir das Inventar aus und holen gleichzeitig dann noch ein paar Sachen aus meinem Lager. Rutscht mal rüber, Leute. So, zuerst würde ich gerne wegpacken, bitte. Ja, etwas wegpacken. Das kann man alles einlagern hier. Genau, die anderen Sachen stecke ich jetzt einfach hier zum Napp und Schlepp. Schauen wir mal, was die heute im Angebot haben, denn da war ich auch noch nicht drin mit euch. Einfach mal schauen, was wir shoppen können. Da ist jetzt wohl, da sieht man jetzt, was der gute Arnold gekauft hat. Denn er hat uns genau den Rekorde ja auch geschenkt vorher. Ja, ich würde gern was verkaufen. Und zwar habe ich hier ein paar Sachen, die ich gern loswerden möchte. Könnt ihr die bitte kaufen? Müsst ihr mir auch nicht viel dafür geben. Aber ja, 4000 Sterne, das nehme ich. Dann kann ich die nämlich gleich wieder bei euch ausgeben. Und zwar hätte ich einmal gern den Mixer. Genau, danke. So. Und dann würde ich gern diesen Kleiderschrank oder was das da ist mitnehmen. Ja, vielleicht kann man den irgendwie farblich ändern. Glaube ich, könnte der auch ganz cool aussehen. Und natürlich das Werkzeugregal brauche ich noch. Ja, danke. Ja, 7300 Sternis nehme ich auch. Dankeschön. Und dann mal kurz hier schauen, was hier so im Angebot ist. Ist hier irgendwas, was ich gerne haben möchte? Nee. Hier die vielleicht, von den Farben her vielleicht. Mal gucken. Nee, das war's auch schon. Gut, dann haben wir das Shoppen beendet und dann gucke ich gleich mal nach den Sachen in meinem Lager. Aber bevor wir das jetzt tun, würde ich euch gerne noch meine Designs zeigen, die ich hier runtergeladen habe. Zuerst gucken wir mal, was haben wir hier? Einmal nochmal, okay. Sonst irgendwas? Nee. Dann guckt mal hier. Ich habe mir quasi hier diesen Straßencode runtergeladen. Dazu eben hier für den ja, Gehsteig. Dann haben wir einen kleinen ja, Maschendrahtzaun. Chainlink-Fans. Hier sind drei so Brickwände mit dem passenden Fenster dazu und das Ja-Zählschild. Und hier sind die ganzen ja, Schilder für die ganzen Gebäude erstmal. Dazu habe ich hier noch zwei so 70er-Jahre-Muster. Und hier, ob wir das nutzen, weiß ich noch nicht, aber ich fand es so cool. Und das hier wollte ich mal als Gesichtbemalung ausprobieren. Das glaube ich ist ganz süß. Dann haben wir hier ein paar Sachen zum Anziehen. Da muss ich noch schauen, was davon wir jetzt nachher anziehen. Und hier unten habe ich noch diese, ja, Standees, sage ich jetzt mal. Einmal für einen Blumenladen für Leaf. Also, ja, es hat seinen englischen Namen, ne? Und einmal so ein, ja, Magazin-Kiosk-Stand. Das fand ich ganz süß. Genau. Aber wir brauchen ja jetzt erstmal. Oh, ich höre einen Ballon. Den suchen wir zuerst. Wo bist du? Ich höre dich. Ich höre dich. Hört ihr den auch? Wo ist denn der? Bin ich doof? Ich höre doch einen Ballon fliegen. Wo ist der denn? Ja, okay. Ich wusste doch, dass ich einen höre. Und ich würde gern die Osteranleitungen mitnehmen, aber ich weiß jetzt gar nicht. Ich glaube, mit den bunten Ballons, das sind nur die Eier, oder? Naja, hier mal kurz was rausholen. Genau. Was stelle ich denn auf? Wir stellen einfach jetzt irgendwelche Sachen auf, die vielleicht irgendwelche Dekopunkte geben können.
Hier, die geben doch bestimmt gut Punkte. Und das hier, das stellen wir jetzt einfach irgendwo hin, in der Hoffnung, dass wir gut Punkte dafür kriegen. So, hier noch ein paar. Das müssen wir nachher alles wieder wegräumen, ne? So, das stellen wir jetzt einfach hier irgendwo hin, wo Platz ist. So, hier haben wir doch eine große Fläche. Hier stellen wir Sachen hin. Komm. Wir fangen hier an. Ne, wir fangen am besten da hinten an. Einmal mit dem Kleinstwagen. Und das schieben wir jetzt alles so an den Rand, damit es eng beieinander steht und ich nachher nicht so weit laufen muss. Gehst du noch ein Stück hier rüber? Nee, okay. Aber ich glaube, ich habe noch eine Telefonzelle mitgenommen. Die packen wir direkt daneben. Und noch eine haben wir dabei. Die packen wir hier auch mit hin. Ja, oder so, ist mir auch wurscht. Den Karnevalsstand. Oh, ich stehe wahrscheinlich wieder zu nah dran. Aber das macht nichts. Hier hin. Stück nach hinten schieben. Ich habe ja noch so eine Kleinigkeit gekauft. Die kommt jetzt einfach drauf. Dann haben wir hier das Werkzeugregal. Zack. Den Kleiderschrank. Zack. Was habe ich noch? Ein Blumenbeet, ja, hin damit, zack. Dann haben wir die Immergrünesche, die schieben wir hier rein, zack. Was haben wir noch? Blumenvitrine, hier so hin, komm. Dann habe ich eine Musikbox, die packen wir jetzt einfach hier davor. Denn ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen Platz für Blumen, weil ich glaube, ich habe noch zu wenig Blumen. Die würde da nicht hinpassen, die Pergola auch nicht, aber die Fassade passt dahin. So, die lassen wir jetzt einfach hier alles verdecken. Und dann glaube ich, habe ich noch die Burgmauer dabei. Und die Kücheninsel können wir hier so hinstellen. Was haben wir noch? Das Warenregal, das kann man hier einfach so mit hin. Oh nein, das hat, glaube ich, gar nicht so viel Platz weg. Das heißt, es könnte sogar hier reinpassen. Genau. Das Bettpult stellen wir einfach mal so hin. Gut. Und dann kommen diese ganzen Sitzgelegenheiten. Vielleicht geben die ganz gut Punkte, aber das sind ja diese Nuckenmeilen-Items, glaube ich. Also die sollten eigentlich gut Punkte geben. So, das haben wir gut verteilt. Und die Pergola stellen wir einfach hier so hin. So. Und dann gucken wir mal, was sie jetzt sagt und ob sie jetzt zufrieden ist oder ob tatsächlich noch Blumen fehlen. So, Melinda, ich bin's mal wieder. Könntest du mir nochmal die gleiche Auskunft geben wie vorhin? Aber mich würden 3 Sterne sehr freuen. Vielen Dank. Gut, das heißt, ich krieg morgen Terraform und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Denn ich hätte gern so einen, ja, so einen Handelsplatz direkt, wenn man reinkommt. Und links und rechts vielleicht die Läden, also Nux und Abels irgendwie. Dass ich das irgendwie so an den Eingang irgendwie packe. Muss mal gucken, wie ich das genau mache, weil ich glaube, da stehen ein paar Häuser im Weg, aber das macht nichts. Die kann ich ja umsetzen. Vielleicht schaue ich da gleich mal ein bisschen nach, was wir da so machen können, während hier ist der gute Tom telefoniert. Denn ich hätte gern schon irgendwie die Möglichkeit, auch hier mit Nuckerson und so wieder ein paar coole Sachen zu machen. Das wäre ziemlich cool. Ich hätte gern auch so ein cooles, ja, 70er-Jahre-Diner irgendwie. Und so ein, ja, Drive-In war ja, glaube ich, da auch ziemlich modern. Ich muss mal schauen, was ich da so auch an Bildern aus den 70er Jahren so finde. Oder vielleicht gucke ich auch noch ein paar Filme. Es gibt ja so 70er Jahre Filme, denke ich. Und da muss ich halt mal gucken, ob ich da was finde. Und ob ich da irgendwie so Inspirationen draus ziehen kann. Und das wäre ja eigentlich ziemlich cool, wenn wir da schon so in die richtige Richtung gehen. Aber ich kann jetzt zumindest den Saustall, den wir da hingestellt haben, direkt wieder aufräumen, weil er hat uns ja jetzt zum Ziel gebracht. Und das heißt, hier kann eigentlich alles wieder weg, denn sie nimmt uns ja die 3 Sterne Gott sei Dank nicht wieder.
Beziehungsweise sie nimmt sie uns schon wieder, aber das macht jetzt keinen Einfluss drauf, denn KKs leider kommen dir trotzdem. Egal, ob wir noch jetzt die 3 Sterne haben oder nicht. Also das, ich sag mal, das Konzert wurde ja schon angesagt. Und deswegen ist das jetzt nicht so schlimm. Wir packen jetzt einfach mal das Zeug weg. Wie viel Platz habe ich denn noch? Ja. Aber dann kann ich eigentlich hier das auch gleich aus dem Weg räumen. Und ja, ich bin ziemlich happy, das ging ziemlich schnell. Ich dachte jetzt eigentlich, dass vielleicht noch Blumen fehlen könnten. Weil ich habe ja quasi nur 2 Leute gehabt, die mir Blumen gebracht haben. Wie so eine Art Yard-Sale war das. Die hatten so Blumen zu verschenken und ich habe sie quasi darum gebeten, mir welche zu bringen. In den Farben. Ihr habt sie auch schon gesehen, die sind ja da am... Hier, die haben sie mir ja gebracht. Hier diese Seite. Und hier sind noch ein paar. Und hier auf der anderen Seite auf jeden Fall. Das haben sie mir ja auch gebracht. Also diese hier. Und ja. Das ging jetzt echt ziemlich gut, muss ich sagen. Ich bin sehr happy damit, wie schnell das jetzt auch ging. Dass ich die 3 Sterne hier bekommen habe. Aber ja, ich dachte, das dauert ein bisschen länger und ist ein bisschen schwieriger. Aber gut, wir wollen uns jetzt nicht beschweren. Wir nehmen die 3 Sterne, ich nehme Terraform und ich habe kein Problem damit, dass ich jetzt anfangen darf zu dekorieren. Ich hätte da sehr viel Lust drauf. Ich finde das Thema ziemlich cool. Ich mag das mit den 70er Designs und jetzt gucke ich gleich mal dann, dass wir morgen vielleicht auch meine Haare dann ändern, wenn wir quasi alle Sachen vom Terraform geholt haben. Dann kann ich mal gucken nach, dass ich quasi auch die Sachen für... Also da gibt es ja eben diese Meilen, die man so einsetzen oder einlösen kann für verschiedene Frisuren, wie ihr wisst. Also ich denke, ihr wisst sowieso, was ich meine, da brauche ich nicht viel erklären. Und das will ich dann natürlich machen. Haare einlösen, ich hätte gern alle, ich sag mal, alle möglichen Frisuren, sodass ich durchtauschen kann, wie ich will. Und das ist so der Plan quasi, dass wir das dann noch machen. Und vielleicht können wir auch noch einen kleinen Yard-Sale besuchen. Und jetzt glaube ich, ist es ganz cool, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich glaube, die Obstbäume bleiben grün und nur die Nicht-Obstbäume werden zu so Kirschblütenbäumen, oder? Oder täusche ich mich da? Ist das nicht der Fall? Weil dann könnte ich theoretisch mal abzählen, wie viele... Weil dann lasse ich nämlich noch die Bäume stehen, das könnten wir eigentlich machen. Überlegen wir ganz kurz. Es gibt 5 Wespen und 3 Items. Das heißt, mal hier, es sind 3 Items und 5 Wespen. Das heißt, ich nehme jetzt hier mal 9 Bäume in mein Inventar. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. Und dann holen wir uns 9 Laubbäume. Und den Rest fäll ich einfach. Weil dann kann ich gut Items holen, quasi. Also, falls ihr wisst, was ich meine. Aber wenn ich die dann schüttel, dann fallen erst die 5 Wespen raus. Und dann kriege ich die Items und wahrscheinlich einmal so eine Sterni-Münze runterfallend. Weil ich glaube zu wissen, dass in der Reihenfolge besetzt wird erst die Wespen. Da werden die Bäume aufgefüllt, dann die Items und dann das Geld. So in die Richtung irgendwie war das. Und deswegen brauchen wir auf alle Fälle mindestens 8 Laubbäume. Und wir nehmen jetzt einfach mal 9. Und die platzieren wir hier auf der anderen Seite der Brücke am besten. Hier drüben. Da hole ich mir jetzt erstmal die 9 Bäume weg. Und dann pflanzen wir die nebeneinander.
Und dann kann ich die ziemlich gut dann einfach abschütteln, sage ich mal, also abfahren. Das erleichtert quasi das Farmen von Items die nächste Zeit. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich damit dekoriere, wird es ein bisschen doof, aber ich könnte ja auch erstmal mit nur Obstbäumen dekorieren. Und alle anderen einfach fällen erstmal. Ich glaube, das wäre so ziemlich am einfachsten. Mal hier kurz gucken. Mit dich hier kurz daneben. Mit dich hier kurz wegnehmen. Dann habe ich hier nämlich Platz. Ne, ich will jetzt mal nichts eingraben. Aber ich würde hier gerne die Bäume einpflanzen. Die kann ich nämlich dann der Reihe nach durchschütteln jeden Tag. Das testen wir dann einfach morgen. Und da dürften dann nur Wespen runterkommen und Items und einmal eine Münze. Aber wir werden sehen. Ich werde jetzt einfach dann offline die ganzen anderen Bäume fällen. Und dann schauen, ob das, was ich mir hier in meinem Kopf zurechtgelegt habe, ob das dann auch so passt. Wir werden sehen. Gut. Wie viel brauchen wir noch? Zwei. Da kann ich auch noch den Zaun wegnehmen. Und dann haben wir eigentlich aufgeräumt. Ja, ich würde sagen, dass ich das eigentlich so lassen kann. Hier können wir morgen die Sachen ernten und ich fäll jetzt noch so ein bisschen Bäume und würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss!